Ja, Leonard Stahl, ich brauche einen Krankenwagen nach Bichelheim in die Köhlerstraße 32. Ja, zwei Verletzte. Wir haben es geschafft. Michael ist einfach nur ein Freund. Und ich habe ihm geholfen. Klar, natürlich ist Michael nur ein Freund. Hör doch auf, so einen Mist zu reden, Coco. Ich habe doch gesehen, wie ihr euch umarmt habt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich... Dann hör doch auf, mit dem Arzt herumzuschmusen. Was? Sag das nochmal. Was soll ich denn sagen? Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Wenn du mir nicht glaubst, dass das absolut harmlos war, dann... Dann was? Dann können wir gleich Schluss machen. Ich will, dass du mir glaubst. Klar. Natürlich, all die Zeit hast du nur auf den richtigen Moment gewartet, um mich abzuservieren. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, natürlich. Ich war dir doch von Anfang an nicht gut genug. Wie blöd kann man eigentlich sein? Fräulein Conradi ist immer besser als alle anderen. Oh, jetzt reicht's. Was denn? Was denn? Dann geh doch zu deinem Arzt, Coco. Geh doch. Du bist so ein Idiot, Goran Kaltbrenner. Danke. Jetzt hast du wenigstens ausgesprochen, was du von mir hältst. Hey, du reißt mir doch die Hand ab. Verdient hättest du's. Au! Okay, so geht's nicht. Ja, dann muss es eben anders gehen. Hauptsache, es geht schnell. Wenn hier jemand reinkommt, der sieht doch sofort, was Sache ist. Stimmt. Wenn man das Fenster aufschließen könnte, dann könnte man von innen, aber den einzigen Schlüssel hat der Pfarrer. Ja, ich weiß, das war nicht fein von mir, aber du hattest doch den gleichen Gedanken, ha? Ich würde mich niemals solcher unfairen Mittel bedienen. Wir müssen den Kasten aufbrechen. Ja, aber wie? Werkzeug? Glaubst du, ich schaffe diesen Trumpf durchs Hotel? Okay, ich hol was. Du bist die Beste, aber mach schnell. Shuttle-Service nach Bichelheim gefällig? Hallo. Ja, danke. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Naja, verständlich. Ich brauche jetzt einen Alltag und diesen ganzen Albtraum vergessen. Komm, Chef. Danke. Ich habe vorhin noch die Aussage bei der Polizei gemacht über Chris Brenners Unfall und eure Entführung. Ja, die waren heute auch schon hier. Die Ermittlungen sind bald abgeschlossen. Gut. Und der Manager von Brenner und wir haben beschlossen, die Entführung so lange wie möglich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Das Gute, Daniel und du, ihr habt Ruhe vor der Presse. Hoffentlich. Das Polizeiaufgebot war ganz schön groß. Brauchst Zeit für dich, ja? Ablenkung ist mir eigentlich lieber. Arbeiten, ausgehen, was auch immer. Mein Gott, du willst direkt wieder anfangen? Am liebsten schon, ja. Pauline, ich wollte dich gerade abholen. Das war dumm, ein Gedanke. Ich wusste von keinem von euch. Ich wollte eigentlich Coco anrufen, ob sie mich abholt. Ich kann dich natürlich mitnehmen. Ja, nee, also ich wollte eh noch zum Arzt. Also wir könnten doch warten vielleicht. Nein, keine Umstände. Ich komme schon irgendwie heim. Okay, sollen wir los? Ciao. Ciao. Mensch, na endlich, Wupp! Mensch, na endlich? Ja, endlich ein Mensch, mit dem man reden kann, zusammen sein. Also langsam mache ich mir ernsthaft Sorgen um Sie, André. Ich würde mich jetzt sehr gerne umziehen. Natürlich. Und das tue ich am liebsten allein.
wie Sie wissen. Dürfte ich Sie also gütigst bitten? Ungern. Eher nicht. Aha. Ist das jetzt Ihr Weg, gegen die geplante Frauenumkleide zu rebellieren? Ha? Mit einer Standdemo? Ja, ja, genau. Aber ich verspreche Ihnen, ich mache die Augen zu, beide also zusammen. Sie sind und bleiben ein schamloser Gaffer. Ich sehe doch gar nichts. Man sollte Spannern wie Ihnen einfach die Augen von vornherein verkleben, sobald eine Frau ein Kleidungsstück fallen lässt. Also, bitte, verlassen Sie diesen Raum. Danke, dass du mich begleitest. Mir war plötzlich so flau. Kreislauf. Ich muss, glaube ich, nur mal kurz die Füße hochlegen und einen Schluck Wasser trinken. Oh. Alles okay? Ja, es geht schon wieder. Sicher? Julian, bitte verraten Sie mich nicht. Ah, Pfarrer. Pfarrer Winter, Sie denken jetzt... Aber Sie denken falsch. Ich wollte einen Zettel hineintun und dann aber tja, der Kasten, die Hand und Teufel. Oh, also stecken geblieben. Wer es glaubte? Ich jedenfalls nicht. Du wolltest heimlich die Fragen für das Wahlduell lesen. Tag. Ja, wir können nur hoffen, dass der Keim verschwunden ist. Das kann ich ad hoc nicht sagen, da bräuchte ich noch ein paar Informationen. Ja, das wäre möglich, sollte ich einen Tisch reservieren. Gut, dann sehen wir uns später. Wiederhören. Hey, können Sie aufpassen, wo Sie hinlaufen? Bitte? Ja, was denn? Wollen Sie drin alles dreckig machen oder was? Los, weg da! Oh, Verzeihung, das war keine Absicht. Ach, könnten Sie mir vielleicht... Ich was kann. In die Schuhe putzen oder was? Was nein, glauben Sie eigentlich, wer ich bin? Irgendein Vollidiot, Ihr Handlanger, Ihr Fußabtreter? Nein, das ist ein Missverständnis. Mir, Niederbühl. Wenn Sie Ärger suchen, dann sagen Sie es einfach, okay? Ärger? Mir erschließt sich nicht ganz, warum... Ich weiß ganz genau, was mit Ihnen und Coco läuft. Ganz genau. Daniel, ich bin so froh, dass es dir und Pauline gut geht. Ich wollte dir noch sagen, dass es mir leid tut, dass ich dir wegen Chris nicht geglaubt habe. Das hätte alles verhindert werden können, wenn ich... Dich trifft keine Schuld. Chris war ein Blender. Er war ein Meister darin, Leute einzuwickeln und für seine Ziele zu gewinnen und sich nur für sich interessiert, nicht für die anderen. Sollst du in der Hölle schmoren? Er hat alles zerstört, was mir im Leben wichtig war. Aber eins habe ich durch die Sache gelernt. Ich weiß es, dass ich jeden Tag meines Lebens mit Pauline zusammen sein möchte. Wow. Ja, leider war es nicht ich, der uns gerettet hat. Leonard kam auf einem weißen Schimmel daher als Held. Aber ich werde um sie kämpfen. Nimm's mir nicht übel, aber da werde ich mich nicht einmischen. Das muss Pauline entscheiden.
Ich komme nur, wenn er sie zu sehr bedrängt, okay? Okay. Oh, endlich wieder im eigenen Bett. Ja, trotzdem, pass noch ein bisschen auf dich auf, ja? Hier, ich dreh die Heizung noch ein bisschen höher. Das ist furchtbar lieb von dir. Das ist nicht lieb, du musst dich warm halten. Wärmflasche unter die Decke. Unter die Decke. Ich bin mittlerweile wirklich wieder sehr wohl temperiert. Ja, ja. Es geht mir gut. Und morgen gehe ich auch wieder arbeiten. Das wird der Geschäftsführer nicht zulassen. Das sollte er, aber sonst wird die Anteilseignerin ziemlich sauer. Kannst du dich nicht ausruhen? Einen einzigen Tag. Bitte. So, so. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Bei allem. Ah, und wenn du mich brauchst, dann rufst du mich an. Tag und Nacht. Und jetzt schlaf. Jugendliebe nicht direkt. Es ist lange her. Ja, ja, sehr romantisch. Hättest du mir das noch mal zugetraut? Ja, natürlich. Wir quatschen ein andermal, Samir, ja? Gut, mein Schatz. Ciao. Sie strahlen ja wirklich vor Glück, Frau Saalfeld, wenn ich das sagen darf. Ich hoffe, ich wirke nicht wie ein verliebter Teenager. Ich hoffe, Sie fühlen sich so. Wann geben Sie und Herr Stahl sich denn das Ja-Wort? Wir haben noch keinen konkreten Termin. Noch nicht? Für den schönsten Tag im Leben? Das sollte man doch gut planen. Naja, also der erste schönste Tag im Leben ist es ja nicht gerade für Friedrich und mich. Aber trotzdem soll es doch ein Fest werden. Romantisch, ausgelassen. Ja, natürlich. Ich könnte das ja übernehmen. Was? Ja, die Planung. Ach, also das ist wirklich ein sehr nettes Angebot. Ja, das tue ich wirklich gern. Ich habe auch gerade die Zeit, jetzt wo Werner im Golfurlaub ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Schweizer, aber ich glaube nicht, dass Werner es sehr gerne sieht, wenn Sie für Friedrich und mich die Hochzeitsplanerin spielen. Ich helfe einer Freundin. Das kann er mir doch nicht verübeln. Wissen Sie was? Ich mache mir bis morgen ein paar Gedanken und wir reden dann drüber. Ich meine, Sie haben doch so viel um die Ohren. Die Verlobungsparty steht doch auch noch an. Na gut, machen wir das. Ich habe Zeit. So eine miese Nummer, mich an den Pfaffen zu verraten. Vor zwei Tagen noch die große Versöhnung mit Umarmung, Küsschen und so. Und heute? Und heute? Heute hast du deinen eigenen Vater niederträchtig verraten, verkauft und vorgeführt zwischen uns. Das sag ich dir, wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Den eigenen Vater? Geht's auch eine Nummer kleiner? Nein! Wenn man sich nicht auf sein eigenes Fleisch und Blut verlassen kann, das bricht einem das Herz. Ja, hast du gar nichts dazu zu sagen? In der Liebe und bei der Betriebsratswahl ist alles erlaubt. Außerdem solltest du dich über mangelnde Fairness als Letzter beklagen. Halt mal. Hey, ich bin verletzt! Och, wie geht's in der armen Hand? Weißt du, meine unerträglichen Schmerzen sind jetzt mein kleinstes Problem. Viel schlimmer ist, dass meine Vertrauenswürdigkeit als Betriebsrat ruiniert ist. Dank dir! Wer hatte denn die Finger im Briefkasten? Wenigstens wird es so, morgen beim Rededuell fair und gerecht zugehen. Freu dich nicht zu früh. Ich werde das Betriebsrecht rauf und runter beten können, um jede Frage der Kollegen beantworten zu können. Ich auch. Und dann werden wir sehen, wem die Belegschaft mehr vertraut. Ganz genau.
Sabrina hat diesen Kasten festgehalten. Ich habe geschmiert und der Konopka hat gezerrt, was das Zeug hält. Ja, am Schluss war er dann frei. Und ja, Hauptsache frei, gell? Ja. Wir sind alle wahnsinnig froh und erleichtert, dass du und Herr Brückner, dass ihr das überstanden habt. Wenn Leonard nicht gekommen wäre, das war unser Glück. Oder göttliche Fügung oder so. Dass Nils und Sabrina den Schlüsselbund und den Anhänger gefunden haben, das vielleicht, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber was Leonard angeht, da gebührt keiner höheren Macht die Ehre, sondern nur ihm. Wie verzweifelt und hartnäckig er nach euch gesucht hat mit seinem Vater und Tina. Ich habe auch ein bisschen mitgeholfen, aber vor allem Leonard, wie stundenlang hat er nach euch gesucht. Ohne Essen, ohne Schlaf, ohne... Er hat nicht aufgegeben. Nein. Gestern Morgen, da lagen seine Nerven blank. Ich habe ihn noch nie so aufgelöst gesehen. Er dachte, ihr seid tot. Selbst ich als Seelsorger habe die Hoffnung aufgegeben. Ich auch. So, ich nehme dir das mal ab. Du kennst ja den Weg. Danke. Wir durften nicht einschlafen die ganze Zeit. Das wussten wir. Aber wegen der Übermüdung und der Kälte. Irgendwann hatte ich einfach keine Kraft mehr. Und als ich dann geschlafen habe, da hatte ich einen Traum. Ich bin ziellos hin und her spaziert in einer ganz, ganz furchtbaren, öden, kahlen, dunklen Landschaft. Und in der Ferne, da habe ich was gesehen. Einen Raum oder ich weiß nicht, was es war. Es war hell und warm. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Es war ein Raum, eine Oase, ein Ort. Da bin ich hingegangen. Und alles war voller Felle, Decken, ein Feuer. Da hatte ich auf einmal keine Angst mehr. Ich habe mich sicher gefühlt. Da bin ich dann geblieben. Zu Hause. Versuch doch jedes Mal, wenn du einschläfst, genau an diesen Traum zu denken. Ich hoffe, damit verschwindet dann die Angst. Das schaffst du. Bist doch stark. Das schaffst du. Schon gehen? Was? Du gehst schon. Pfarrer Windgassen ist bei Pauline. Aber da störst du doch nicht. Nein, die sind so in ihr Gespräch vertieft. Und außerdem hast du doch selber gesagt, dass ich Pauline nicht bedrängen soll. Sag ihr einfach nicht, dass ich da gewesen bin, okay? Okay. Tschüss. Ciao. Ich melde mich später. Zum nächsten Mal. Ja. Einen schönen Abend noch. Ebenfalls, danke. Alles in Ordnung? Hi. Ich habe reserviert. Ich weiß, für zwei. Hast du vielleicht einen Tisch, wo man ungestört reden kann? Oh, ich verstehe.
Ja, ich treffe mich mit einem Kollegen aus dem Klinikum, Abteilung Krankenhaushygiene. Die haben im Moment ziemlich viel Stress, und er braucht jemanden zum Reden. Ach so, schade. Ich hätte dir ein charmantes Date gewünscht. Ihr habt ja eure Ruhe. Coco, ich will mich da jetzt nicht einmischen, aber ich hatte eine ziemlich bizarre Begegnung mit einem Freund. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Er behauptet, zwischen uns läuft was. Vergiss es einfach. Er war ziemlich aufgebracht. Ja, er hat gesehen, wie wir beide uns umarmt haben. Gestern. Ja, aber das war doch rein freundschaftlich. Ja, sag ihm das, nicht mir. Und mir hört er nicht zu. Er hat mir eine riesen Szene gemacht. Und du? Ich habe ihm gesagt, dass er ein kompletter Vollidiot ist. Das wird seinem Selbstwertgefühl geholfen haben. Ja, vielleicht war ich ungerecht. Aber ich kann das einfach nicht ertragen, wie er sich verhält. Warum vertraut er mir nicht? Er liebt dich. Und er hat Angst, dass du ihn nicht lieben könntest. Dass er dich verliert. Tja, das Schicksal schlägt oft unverhofft zu. Und deswegen macht es euch nicht so schwer. Sei nicht so hart zu ihm. Sie liebt mich einfach nicht mehr. Hm? Ach, Quatsch. Ich bin mir sicher, Coco und Dr. Dauerwelle sitzen zusammen und lachen sich schlapp über mich. Glaubst du wirklich, dass sie dich betrügt? Nils, wenn sie schon bereut, sich überhaupt mit mir eingelassen zu haben, dann... Das hat sie doch nur aus Wut gesagt, wegen deiner Unterstellung. Was denn für eine Unterstellung? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Sie haben sich umarmt. Oh. Liebe macht blind, Eifersucht zieht zu viel. Also, soweit ich weiß, sind die beiden einfach nur ganz gut befreundet. Befreundet? Hast du vergessen, dass die mal was miteinander hatten? Ich korrigiere, dass die was miteinander haben? Ich war für Coco doch nur ein... Zeitvertreib, eine Zwischenlösung. Der dumme August. Oh, Goran, bitte. Nils, sie hat mich einen Trottel genannt. Ja, und weißt du was? Sie hat recht damit. Du bist ein armseliges kleines Würstchen. Mit einem Lakaienshop. Ohne Zukunftsaussicht, ohne Perspektive, ohne Kohle. Bei Frauen machst du keinen Stich. Bist humorlos. Ja, so ein richtig kleiner Langweiler. Okay. Oh. Ich verstehe. Ich soll nicht so viel jammern. Selbstmitleid ist nicht gerade ein Frauenmagnet. Ja, aber wenn ich versuche, hart zu sein, dann bin ich auf einmal der blöde Macho. Frauen eben, denen kann man es auf Dauer nie recht machen. Weißt du, deswegen ist es wichtig, dass wir Männer da flexibel reagieren. Ja gut, dann verrat mir mal, wie soll ich da jetzt reagieren? Krieg einfach deine Eifersucht in den Griff. Das geht aber nicht. Jedes Mal, wenn ich an Coco und den Doc denke, da habe ich nur noch eine Sache im Kopf. Yoga. Nein, Mann, lieb, um eine reinzuhauen. Da ist aber Yoga viel besser. Warum? Weil du deinen Kurs nicht vollkriegst. Mit Yoga, da lernst du dich zu entspannen und dein Temperament ein bisschen zu zügeln. Vielleicht will ich mein Temperament aber überhaupt nicht zügeln. Vielleicht bin ich stolz auf mein Temperament. Es gibt doch genug ausgeglichene Langweiler. Coco sieht das vielleicht anders. Meinst du? Ja, die moderne Frau ist quasi standardmäßig mit Yoga-Begeisterung ausgestattet. Die innere Ruhe finden. Die innere Mitte finden und immer mehr gelassen. Genau. Ist da draußen bestimmt keiner mehr unterwegs. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Muss es doch irgendetwas geben, mit dem wir die Tür aufstemmen können. Hilfe! Hilf mich denn keiner! Hilfe! Hilfe! Pauline! Daniel! Psst! Psst! Du bist zu Hause. Alles gut. Alles gut. Psst! Alles gut. Psst!
Der hat mit der Hand im Briefkasten rumgefingert. Der wollte an die Zettel ran. Weißt du, wo die Belegschaft die Fragen draufgeschrieben hat? Bloß damit er dann besser Bescheid weiß und vorbereitet ist auf diese Diskussion. Und damit er dann wieder in den Betriebsrat gewählt wird. Aber vielleicht ist es ja eine üble Nachrede. Ach komm, die Schweizer hat ihn doch auf frischer Tat ertappt. Die Schweizer, die stellt es womöglich schlimmer dar, als es war. Hä? Komm, wir wissen doch beide, wie die auf Konopka zu sprechen ist. Der Pfarrer war da schließlich auch Zeuge. Und der hat ihn dann aus dieser misslichen Situation befreit, weil er mit der Hand im Briefkasten gesteckt hat. Und dann hat er auch noch einen Draht gefunden. Das darf doch gar nicht wahr sein. Ja, der sollte sich was schämen. Erst klaut er dir die Idee mit der günstigen Personalverpflegung und jetzt auch noch das. Ich bin mal sehr gespannt, wie der sich diesmal aus der Affäre zieht. Ja, sein Plan ist ja zum Glück nicht aufgegangen. Also haben wir bei diesem Duell alle die gleichen Chancen. Na, sag mal, willst du den jetzt auch noch in Schutz nehmen? Nein, aber der Konopka ist ein Mensch. Ja, wer sich so benimmt, der dürfte nicht in den Betriebsrat gewählt werden. So. Ja. Ja, ich gehe dann nochmal heim. Ja, Servus. Mach das. Servus. Ich will nicht mehr schlafen. Die Vorstellung, dass dieser Traum wiederkommt. Dieses Alleinesein macht mich auch völlig wahnsinnig. Coco? Tina? Es ist mitten in der Nacht und ich will die beiden nicht wecken, nur damit ich mich ausholen kann. Daniel versteht mich. Er weiß, wie ich mich gerade fühle. Wir haben dasselbe durchgemacht. Vielleicht ist er ja noch wach. Gesehen. Ich kann nicht schlafen, komm rein. Du hörst Swing? Das ist eine Platte, die Pauline mir geschenkt hat. Wie geht's dir denn? Nicht so gut, glaube ich. Und wie geht's dir? Jetzt wart mal ab. Wenn Pauline wieder einen klaren Kopf hat, dann wird sie schon erkennen, dass du der Richtige für sie bist. Naja, nachdem Chris Brenner aufgeflogen ist, hat Pauline keinen Grund mehr, Daniel zu misstrauen. Also. Du hast ihr Leben gerettet. Da wird sie dir ewig dankbar sein. Ja, aber ich will keine Liebe aus Dankbarkeit. Mit dir und Pauline ist es so wie mit mir und Charlotte. Und wer hat am Ende sich gegen den alten Saalfeld durchgesetzt? Der alte Stahl. Er wird sich gegen den Hubschrauberpiloten durchsetzen. Der junge Stahl. Genau. Wenn du dich, wie ich, an unser Familienmotto hältst. Niemals. Oh, Papa. Ich kann mich selbst um mein Glück kümmern. Ich bin schon groß. Du hast recht. Ich wollte dich auch was fragen. Willst du mein Trauzeuge sein? Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und Charlotte auch. Ja, na klar, natürlich gerne. Schön. Gott. Guter Basketballer warst du nie. Nee. Ist Coco da? Ist ja dem bestimmt schon alles erzählt, oder? Also, dass ich mich aufgeführt habe wie ein Pavian, wie ein totaler Vollidiot, wie ein Macho, nur weil sie Niederbühl umarmt hat. Und wenn sie mich jetzt verlassen will, dann habe ich es auch wirklich verdient, weil ich... Coco hat mir nichts erzählt. Hat sie nicht? Mhm. Und kam gestern ein bisschen nachträglich nach Hause, aber
hat mir dann ihre neue Kette gezeigt. Ist sie schon wach? Mhm. Ich glaube, ich habe sie vorhin gehört. Okay, kannst du ihr sagen, dass ich mit ihr sprechen möchte? Dringend? Wenn du willst. Danke. Oh, und sag ihr bitte, hier draußen wartet ein ganz neuer Mann. Ein neuer Goran, ein besserer Goran. Goran 2.0. 2.0. Liebe Coco, ein weiser Yogameister sagte einst, Liebe macht blind, Eifersucht sieht zu viel. Und nur Vertrauen sieht klar und ich sehe jetzt klar. Also inzwischen, naja. Ist nicht da. Aber wo ist sie denn dann? Aber wo ist er denn dann? Ja, der wollte doch zu Ihnen in aller Herrgottsfrühe. Waren Sie nicht verabredet? Wir haben uns gestern ganz fürchterlich gestritten. Ach. Das ist eine lange Geschichte von zwei Sturköpfen. Also verärgert war er nicht. Vielleicht wollte er ja alles wieder gut machen. Ah, das ist Goran. Na also. Hi, Goran. Coco, ich muss dich sprechen. Sofort. Gleich eigentlich schon. Wo bist du? Ich bin bei den Sonnenbichlers. Ich muss dich auch sprechen. Und ich bin bei dir. Da hatten wir zwei wohl den gleichen Gedanken. Ich wollte mich entschuldigen. Ich mich auch. Aber das würde ich am liebsten persönlich machen. Worauf warten Sie denn noch? Danke. Komm rein. Morgen, Herr Sonnenbichler. Morgen, Frau Jenschen. Lagerfeuer. Super. 20 haben wir gesagt, ne? Okay, hier. Dankeschön. Danke mich. Guten Morgen. Hallo. Ich wollte euch nicht stören. Nein, du störst doch nicht. Nie. Ich wollte mich nochmal bedanken und entschuldigen für die nächtliche Störung. Konntest du denn danach wenigstens schlafen? Ja. Komplett ohne Albträume. Es hat wirklich gut getan, mit dir zu reden. Ja, ich sollte dich vielleicht informieren, dass die telefonische Seelsorge bei mir kostenpflichtig ist. Haha. Zahlbar zum Beispiel mit einem gemeinsamen Spaziergang. Daniel, ich muss arbeiten. In der Mittagspause? Ich brauche heute deine Seelsorge. Und ein bisschen frische Luft wird uns beiden ganz gut tun. Okay. Bis später. Bis später. Coco. Coco, was ich da gesagt habe, das... Ich war gemein. Du bist kein Idiot. Das heißt, du verlässt mich nicht? Ich bin nur nicht verrückt. So einen großartigen Kerl wie dich finde ich doch nie wieder. Ich verspreche dir, dass ich dich nicht mehr so nerve. Und ich verspreche dir, dass ich auch nicht mehr so blöd komme. Und ich kriege meine Eifersucht in den Griff. Und ich werde mich voll und ganz ändern für dich. Bitte nicht voll und ganz ändern. Okay, dann nicht voll und ganz ändern. Aber ich werde ruhiger werden. Und ich kriege meine Eifersucht in den Griff. Und ja, das hattest du schon. Das hatte ich schon. Okay, dann ich werde Yoga machen. Und dann finde ich irgendwann meine innere Mitte und dann verspreche ich dir, dann kann ich irgendwann auch Pyramiden aus Bierdeckeln bauen und ich werde... Und ich verspreche dir, nein, ich beweise dir, dass du mir vertrauen kannst und dass ich zu dir stehe und zu niemandem sonst. Tada! Das will ich ab jetzt so oft tragen, wie es geht. Was ist das und wo hast du das her? Das ist der Grund, warum wir uns beide verpasst haben. Ich musste das noch abholen.
trägst meine Kette und meine Ohrringe. Glaubst du mir jetzt, dass ich dich liebe und niemanden sonst? Dankeschön. Bitte. Aber mir ist es am allerliebsten, wir tun so, als wäre gar nichts passiert. Okay, aber wirklich vielen, vielen Dank. Ich stelle ihn da hin und ihr bedient euch einfach. Ja, danke sehr. Pauline. Hey. Willkommen zurück. Ich soll dir auch alles Liebe von Charlotte, meinem Vater, ausrichten. Das ist lieb. Du, ich habe Kuchen gekriegt. Iss so viel du willst. Willst du wirklich wieder arbeiten? Ich muss. Wenn ich nichts tue, dann denke ich nach und das ist gar keine gute Idee. Kann ich irgendwas für dich tun? Aber du tust doch schon genug. Alle tun genug. Ich sollte mich öfter entführen lassen, es rentiert sich total. Möglicherweise können wir ja zusammen einen Kaffee oder einen Tee trinken gehen. Ich bin schon mit Daniel verabredet. Verstehe. Ihr seid euch näher gekommen durch die Entführung. Du, ich lass dich einfach mal in Ruhe arbeiten. Aber Kaffee ein andermal finde ich super. Andermal, klar. Und Leonard? Ich danke dir. Für deine Freundschaft, dein Verständnis. Und einfach alles. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ah, Herr Konopka. Ah, guten Morgen. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Guten Morgen. Kann ich einmal kurz mit Ihnen reden? Ja, wo brennt's denn? Schießen Sie los. Ja, es geht um die Sache mit Ihrer Hand. Also das, ja. Ich weiß, da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, das könnte man so sagen. Ich will die Sache auch gar nicht schönreden. Das geht auch nicht, weil es hat sich bereits überall rumgesprochen. Ja, wichtig ist doch, dass ich mein Fehlverhalten erkannt habe und die Konsequenzen daraus gezogen habe. Ach so. Ja, wenn Sie das selber einsehen, dann bin ich ja sehr erleichtert. Ja, natürlich. Ein Betriebsrat muss ehrlich und fair handeln. Eben. Ja. Das wird auch die Hildegard freuen zu hören. Und deshalb habe ich ja die ganze Nacht Betriebsrecht gepaukt, sodass Sabrina bei dem Rededuell keine Chance mehr haben wird. Sie haben was? Ja, soll das heißen, Sie wollen weiterhin kandidieren? Aber selbstverständlich. Ich werde beweisen, dass ich der rechte Mann für den rechten Posten bin. Also das sieht die Belegschaft womöglich anders. Also, die sind von ihrem Betrugsversuch sehr enttäuscht. Ich habe mich umgehört. Ja, umso mehr werden die staunen, wenn ich mit Kompetenz und innovativen Ideen glänze. Na, das glaube ich kaum, Herr Konopka. Weder, dass Sie mit innovativen Ideen glänzen, noch, dass die Kollegen staunen werden. Was wollen Sie damit sagen? Sie haben doch keine Chance mehr, wiedergewählt zu werden. Das tut mir jetzt wirklich leid, wenn ich Ihnen das sagen muss, aber wenn Sie es selber nicht sehen, Herr Konopka, Sie sollten von Ihrer Kandidatur für den Betriebsrat zurücktreten. Schönen Tag noch. Ja. So, dann lass uns mal starten. Womit? Der Besprechung der Details. Der Besprechung der Details? Der Hochzeit. Der Hochzeit? Sag mal, bist du ein Papagei? Was wird denn das? Hat dir deine Zukünftige gar nichts gesagt? Ich bin euer Wedding Planner. Nein. Ja doch, ich werde alles organisieren. Von der Verlobungsfeier übermorgen Abend, über die Blumendeko bis hin zur Auswahl deiner Manschettenknöpfe. Charlotte ist damit einverstanden? Ja, natürlich, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier.
Ich habe auch schon einen Grafikdesigner kontaktiert. Der wird dann die Einladungen designen. Moment. Vielleicht kommst du später wieder. Charlotte hat noch einen wichtigen Termin. Wieso denn? Die kann doch später zu uns stoßen. Ich meine, wo ist denn jetzt das Problem? Natascha, hältst du das für eine gute Idee? Wir sind doch beide erwachsene Menschen in glücklichen Beziehungen da. Wenn wir uns noch jetzt ein bisschen beherrschen können, oder? So, ich würde sagen, dann lass uns mal anfangen. Sag mal, was bitteschön hältst du denn davon? Arrogant am Anfang. Du bist einfach weitergelaufen. Ja, aber ich bin zurückgekommen und hab dir die Fahrradkette wieder drauf gemacht. Du hast kurz vor knapp das Ruder noch umgerissen, sonst wäre unsere... Was ist? Können wir bitte wieder zurückgehen? Pauline, das ist nicht die gleiche Hütte und es ist vorbei. Ich weiß schon, aber ich möchte jetzt nicht hingehen. Es ist dreckig und kalt. Hey. Wir sollten schauen, dass die Schatten unserer Vergangenheit nicht die Gegenwart beeinflussen. Ich weiß, aber es ist noch nicht so lange her. Süße, dir ist kalt. Und vielleicht ist die Tür auf und wir können uns drin wärmen. Daniel. Komm schon. Ich will nicht. Bingo. Alles vorbereitet. Es ist unglaublich schön. Schall, keine Sorge, das ist eine reine Routinekontrolle. Mutter und den Kindern geht es gut. Und wie geht's Ihnen? Nach dem Unfall mit Herrn Brenner? Naja, ich denke, ich werde noch eine Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. So, jetzt lasse ich Sie aber erstmal alleine mit Frau Dietrich und ihrem Nachwuchs. Ach, und Herr Stahl. Bitte vergessen Sie nicht, jedes Mal gründlich Ihre Hände zu desinfizieren, wenn Sie den Raum betreten. Wir hatten einen sehr hartnäckigen Keim und er dürfte verschwunden sein, aber sicher ist sicher. Na klar, ich. Was ist das? Das sind die Herzhöhne der Kinder. Ja, aber was? Da stimmt was nicht. Wieso? Herr Stahl, ich bitte Sie, warten Sie draußen. Aber... Bitte. Ich rufe Sie dann. Was ist bitte denn? Gehen Sie schnell. Was ist? Wie bist du auf die Idee gekommen? Hauptsache, dir gefällt's. Daniel, bitte sag's mir, ich möchte wirklich gern wissen. Es war einfach so eine Idee. Als wir in dem Keller da festsaßen. Ja. Da hatte ich einen Traum. Einen sehr intensiven Traum, der mir Kraft gegeben hat. Was für ein Traum? Naja, nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Ich habe geträumt, dass ich aus eisiger Kälte an ein warmes Feuer gekommen bin. Sowas in der Art wie...
ein Zuhause. Ja. Daniel, ich hatte im Keller genau den gleichen Traum. Was? Als ich hier reingekommen bin. Der Ofen, die Felle und die Kerzen. Es hat mich sofort daran erinnert. Ich wollte einfach den Traum lebendig werden lassen. So wie es aussieht, hatten wir wirklich den gleichen Traum. Der uns am Leben gehalten hat. Weißt du, nach allem, was passiert ist, fühle ich mich dir so nah wie noch nie. Geht mir genauso. Sagen jetzt sofort in der Chirurgie Bescheid. Schnell! Was ist mit den Kindern, mit Patrice? Herr Stahl, bitte. Es deutet alles darauf hin, dass eines der Zwillinge den Nabel schon um den Hals gewickelt hat. Wir müssen sie so schnell wie möglich holen. Ansonsten sterben Mutter und die Kinder. Was? Wir dulden eure Spannerblicke nicht länger. Also das ist ja nur unmöglich. Und, was sagt Pauline? Ich habe sie nicht erreicht, die schläft wohl schon, aber weißt du was, ich sag's ihr morgen persönlich. Okay. Auf Mara und Mila. Auf Mara und Mila. Hallo, Dr. Niederbühl. Sind Sie schon fertig? Wir haben noch gar nicht angefangen. Gut, okay, dann kann ich ja gerne ein bisschen assistieren oder Hand halten oder selber abtasten, falls nötig. Das ist total lieb von dir, was brauchst du nicht?